willkommen zu unserem Adventskalender Türchen Nummer 17. Heute stehen wir beide wieder in der Küche. Es gibt nämlich passend zur Winterzeit, zur Weihnachtszeit einen Glühweinkuchen, den wir zusammen vorbereiten werden, der sehr lecker schmeckt. Jetzt fragen wir uns, woher, Simone, weißt du das? Was weiß ich? Dass er sehr gut schmeckt. Dass er lecker schmeckt. Weil ich den öfter schon mal gebacken habe und, also ich finde ihn köstlich und du hast dich auch nie beklagt, wenn du ihn gegessen hast. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ihn schon mal gegessen zu haben. Du, John? Nee. Gut, lassen wir uns genauso wie ihr überraschen. Alles, was wir brauchen, sind 200 Gramm Zucker, 200 Gramm Margarine, in diesem Fall nehme ich Sanella, 4 Eier, 250 Gramm Mehl, 1/8 Liter Glühwein, nicht die ganze Flasche, wie gesagt, 200 Gramm Schokostreusel, ein Päckchen Backpulver. Hier. Dann brauchen wir einen Teelöffel Zimt. Hier. Ein Teelöffel Backkakao. Und ein Tütchen Vanillezucker. So sollte es gelingen. Fangen wir mal an, die Sachen zu vermengen. Sieht schon sehr lecker cremig aus. Jetzt kommt noch der Backkakao dazu. Ein Teelöffel. So. Und ganz wichtig natürlich auch der Zimt. Denn das schmeckt ja, Zimt gehört ja zu Weihnachten dazu, das Gewürz oder der Geschmack. Und die wichtigste Aufgabe gerade an diesem Kuchen, ich weiß jetzt nicht, das muss einer von den Männern machen, das macht entweder Stefan oder John, und zwar 1/8 Liter Glühwein jetzt abzumessen und da rein zu tun und das dann zu vermengen. Das kann ihn der Stefan machen. Würde ich auch sagen. Und wie ich sehe, wurde ja weder an Kosten noch an Mühen gescheut, was ranzuschleppen, nämlich der gute Christkindlesmarkt Glühwein. 1/8 Liter. Ja, das täuscht. Das ist nämlich mit der billigste Glühwein, den es gab. Den guten vom Ratskeller wollte ich jetzt nicht für den Kuchen nehmen. So, 8 Liter, wo haben wir das hier? So wenig? So. Das Wichtigste... Jetzt fragen wir uns natürlich, wieso macht Simone das jetzt mit dem Mixer? Ich habe euch das nicht zugetraut, weil ich Angst hatte, dass das hier, wenn ihr dabei geht, an die Tapete spritzen könnte mit dem Glühwein. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das lieber selber. Obwohl dank mir die Küche noch so gut erhalten ist, wie sie ist, weil wir hatten ja einen Brand hier und das habe ich ja hier alles geschlichtet, weil Simone das in ihrer Küche auf die Reihe bekommen hat. Alte Kamellen sind das. Wir zeigen mal eben noch nebenher, wenn der Kameramann schwenkt, wie John hier gewütet hat. So würde es bei mir hier nicht aussehen. Alles hier mehlig, zuckerig, alles rumgekrümelt hier. Ich bin hier die Küchenhilfe und die Küchenchefin
Die muss, die, die, die muss, ich bin die Chefin. Ja, du, du musst dich aber um die Küche dann kümmern. Ich räume doch hier auf. Das macht die Küchenhilfe. Ist das nicht hier bei uns schön weihnachtlich? Friede, Freude, Eierkuchen, würde ich mal sagen. Apropos Eierkuchen, was macht der Teig? Sieht gut aus. Lecker. Wird gut schmecken. So, während die Küchenhilfe jetzt hier wieder ein bisschen für Ordnung sorgt. Aber auch nur ein bisschen. Genau, alles schön wegräumen. Muss ich die Backform jetzt ein bisschen einpinseln. So, und da muss ich noch was zu sagen, wenn die Sicht wieder frei ist. Also, und zwar, damit das nicht einklebt hier der Kuchen, mache ich das immer so, dass ich den Boden nicht einpinsel. Ich lege da einfach ein Backpapier drauf und mache dann die Springform drüber und mache dann nur noch die Ränder. Das ist wesentlich einfacher, nachher abzukriegen, den Kuchen. Und dann wird das hier alles schön eingepinselt. Jetzt wird der köstliche Teig, also ich nasche ihn, glaube ich, gleich nochmal. Nee, den Teig? Ja, ich mag das gerne. Wie waschen? Ach, naschen. Naschen. Naschi, naschi. Danach müssen wir den erstmal waschen. Ja, nein, der kommt jetzt in die Springform, die ich hier habe. Der Teig wird jetzt einigermaßen glatt gestrichen. Probieren wollte ich auch noch. Sehr lecker. Mmh, sehr lecker. Und jetzt kommt das Ganze bei 160 Grad Umluft für eine Stunde in den Ofen. Und dann schauen wir weiter. Eine Stunde später. Pass auf, ich will dir nicht wehtun. Riecht total lecker hier schon in der Küche. Aber wie das beim Kuchenbacken immer so ist, jetzt müssen wir erstmal warten, bis der Kuchen abgekühlt ist, bevor es weitergeht, bevor wir alle kosten können. Ist er heiß? Kleiner Scherz. Eine Stunde später, der Kuchen ist ausgekühlt. Jetzt machen wir was, damit das Ganze noch ein bisschen weihnachtlich und schön aussieht. Machen wir hier noch ein paar misslungene Weihnachtssterne. Nein, das hast du gut gemacht. So, und dann machen wir jetzt hier ein bisschen Puderzucker drüber. Mach das, du das mal. Ja, dann über den ganzen Kuchen Puderzucker. Und wir gucken mal, wie das dann aussehen wird. Ich hoffe. Gut. Bereit? So, ja, ja. Doch. Naja, wenn hier... Oh ja, naja gut. Es ist noch kein Bäcker vom Himmel gefallen, würde ich mal behaupten. Besser geht immer, aber... Naja. Gut, gut. Hätte schöner werden können. Ja, bla bla bla, ich will probieren, weil ich Hunger habe. Gut. So, wollen wir mal sehen, wie ich das hingekriegt habe mit dem Kuchen. Aha. Wer? Damit habe ich ja das Wichtigste gemacht, nämlich den... namensgebenden Glühwein da reingekippt. Mit schön schokoladig auf jeden Fall. Und nach Glühwein schmeckt er irgendwie weniger. Hätte vielleicht ein bisschen mehr reintun sollen. Schmeckt er denn weihnachtlich? Auf jeden Fall. Hm. Sehr lecker. Das Aroma kommt, glaube ich, durch, wenn er richtig abgekühlt ist. Morgen früh schmeckt er, glaube ich, nochmal, wenn er durchgezogen ist, nochmal besser. Ihr müsst ja morgens eine Zeit haben zum Kuchen essen. Ich muss morgens früh zur Arbeit, also tut mir leid. Ne? Also was kann ich mir nicht erlauben. Das ist ein Beispiel. Wir können doch morgen Nachmittag zusammen essen. Aber an sich schmeckt er lecker, oder? Mhm. So, nicht neidisch werden, selber backen und dann bis morgen. Tschüss. Tschüss.